Ich bin ein... Moment, ist es ein Kerl oder eine Frau? Ich dachte, es wäre eine Frau. Aber steht ein näher. Ist es eine Frau? Ich glaube, das ist eine Frau. Ich bin einer der drei Commander von Team Galactic. Moment, das stimmt nicht. Einer der vier Commander. Man nennt mich Mars. Ich werde eine neue Welt schaffen. Eine Welt, die besser ist als diese. Aber niemand versteht unsere Pläne und findet sie gut. Ah, du verstehst es auch nicht, oder? Ah, das macht mich traurig. Kämpfen wir, um zu sehen, welche Schritte wir als nächstes gehen werden. Wenn ich gewinne, verschwindest du von hier. Gewinnst du, wenn wir Team Galactic hier verschwinden? Jetzt sag mal bitte, es ist eine Frau, sonst habe ich verkackt. Das ist doch eine Frau, oder? Also, das ist eine Frau. Okay, das ist jetzt ein bisschen suboptimal, weil da können wir halt mal so gar nichts machen. Deswegen würde ich sagen, wechseln wir einfach raus. Weil unsere Angriffe werden halt vierfach resistet und das ist halt... Ja klar, wir könnten setupen, aber... Nee. Oh, der ist sogar Level 15. Ganz im Ernst, ich werde jetzt Verhöhner einsetzen. Weil Zubat kann so eine Scheiße wie Superschall und da habe ich mal so gar keinen Bock drauf. Okay, geht weiter auf Biss, war also unnötig, aber ganz im Ernst, ich habe halt wirklich absolut keinen Bock auf Superschall und so eine Scheiße. Definitiv nicht. Superschall, Konfusstrahl, all der Kack. Kann er jetzt nicht einsetzen, sind wir safe. Ich meine, der Biss macht halt nichts. Was glaubst du? Stellst du damit mein Pokémon an? Ja, ich besieg sie halt. Das ist so, was ich hier so mache. Okay, jetzt noch ein bisschen. Die Frage ist, heilt sie jetzt? Ist ein bisschen schade, dass wir genau... Okay, sie heilt nicht. Sie heilt nicht, alles gut. Okay, das hätten wir besiegt. Ein paar Erfahrungspunkte für Chili, dann ein paar für Goku. Und ein Schnurrgast. Okay. Ich würde sagen, da... Was ist stärker? Zertrümmerer oder Tempuri? Wir haben ja, glaube ich, leider... Also leider ist relativ. Wir haben ja, glaube ich, nur Großband, ne? Nicht... Eisenfaust? Iron Fist? Tempo 40, das weiß ich. Zertrümmerer 40, okay. Also es ist eigentlich komplett unnötig, beide Attacken auf das Pokémon zu haben. Aber Zertrümmerer kann halt die Verteidigung senken. Okay, da kommt der Mogelhieb. Der sollte sogar guten Damage machen. Das ist halt der... Oh, okay, das ist nicht so gut. Ich glaube, wir wechseln hier tatsächlich mal raus. Ist Cheerleader ein safer Switch? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal aus. Was kommt jetzt? Kratzer. Wie viel macht das? Über die Hälfte, okay. Das heißt, unsere einzige Hoffnung ist jetzt Lux mit dem Bedroher. Oh, Moment, das ist Level 7. Oh, das erklärt so einiges. Okay. Mit dem Bedroher und dem kühnen Wesen sollten wir aber gut was tanken. Finte. Okay. Hätten wir in der Theorie, glaube ich, drin bleiben können. Silberblick einmal? Nee, ich glaube, wir gehen lieber auf die Paralyse. Okay, wie viel macht der Kratzer? Von 34 auf 24. Okay, das heißt, wir sollten auf jeden Fall noch einen tanken. Das macht leider nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hatte. Okay, ist jetzt natürlich sehr riskant bei einem Crit. Das heißt, wir müssten... Oh, never mind, wir müssen nicht heilen. Oh, wir müssen heilen. Schade. Sollen wir es riskieren? Hätte ich am Anfang einmal Silberblick einsetzen sollen? Ich glaube, das wäre doof gewesen. Ja, ich glaube, wir heilen einfach. Ich versuche die Kämpfe ja immer ohne Heil-Items zu machen, aber bevor wir jetzt hier hin und her wechseln, die ganze Zeit irgendwas probieren. Ich könnte jetzt natürlich rauswechseln, irgendwie in Sacken nochmal reinwechseln, um, Trank sollte eigentlich reichen, oder? Um nochmal den Bedroher rauszukriegen, bla bla bla, aber wir können jetzt auch einfach mal heilen. So, 34. Wir machen 10 Schaden mit Kratzer, also wir gehen auf 24 runter. Oh, 22. Habe ich irgendwas getriggert, dass er jetzt mehr Schaden macht? Oder waren das einfach nur Rolls? Okay. Funkensprung. Ja, der hätte nämlich leider nicht ausgereicht. Eieieiei. Das ist schon ein bisschen beängstigend, der Schaden. Ich hätte das mit dem Droh einfach vormachen sollen. Dann hätte ich gerade nochmal auf Dingens rauswechseln können. Dann Megasauger einfach und easy peasy. Aber egal, so haben wir es auch geschafft. 222 für alle drei. Das Ding hat 666 Erfahrungspunkte gebracht. What? Das ist krass. Ups, da habe ich aber ordentlich Mist gebaut. Aber das macht eigentlich gar nichts. Ich habe diesen Kampf genossen. Das ist aber schade, gegen ein Kind zu verlieren. Bedauerlich. Nun, da kann man nichts machen. Wir haben genug Energie zusammen. Mit der gewonnenen Elektrizität stehen uns Tür um Tür offen.
Tür ein Tor offen? Ist egal, mir Charon. Ich muss meinen eigenen Namen sagen, weil ich so geil bin. Kommen da keine Zweifel, in meiner hat selbst der Boss mein Genie anerkannt. Was, wir brechen auf. Du hast mir rein gar nichts zu sagen. Nur der Boss darf mir Vorschriften machen, sonst darf das keiner. Reiß dich in meiner Nähe völlig zusammen, ja? Du bist hier immerhin neu. Denk nur nicht, dass es jemanden, dass dich jemand ernst nimmt. Tja, höchste Zeit, dass wir uns verabschieden. Team Galactic, sie haben gesagt, dass sie Energie und Pokémon sammeln müssen, aber damit wollen sie ein neues Universum aufbauen, haben sie zumindest gesagt. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Aber ich kann ihnen nicht genug für meine Rettung danken. Endlich sehe ich meine kleine Tochter, meinen Sonnenschein wieder. Papa, Papa! Ih, Papa, du riechst! Geh duschen, geht! Oh, tut mir leid. Ich musste ohne Unterbrechung für sie arbeiten. Danke, Trainer. Du kannst die ganzen bösen Leute weggejagt haben. Nun kommt das Ballon-Pokémon bestimmt wieder. Na, was wohl mit dem Ballon-Pokémon gemeint ist? Etwa ein Drift-Zeppeli? Nein, bestimmt nicht. Oh, nee, komm. Ah ja, du bist es. Ja, richtig, du bist es. Ich habe gehört, Team Galactic sei in diesem Kraftwerk aufgetaucht. Team Galactic, hast du schon von ihnen gehört? Ja, aber natürlich, wir kennen uns ja. Also, wo ist dieses Team? Wie bitte? Du hast es vertrieben? Du bist ja ein Trainer, aber na gut, ich setze mal meine Untersuchung im Gebäude fort. Da, erstaunlich, ich habe das gesamte Gebäude gesucht. Auch im Gebäude befindet sich nichts von diesem ominösen Team Galactic. Du hast sie nicht aus Versehen übersehen oder irgendein anderes Team verjagt? Das schafft nur ein wahrer Trainer. Er ist jung, etwas jung, aber durchaus als Trainer zu erkennen, ja? Ich werde nur meiner Aufgabe als Elite der nationalen Polizei nachkommen und den Schuldigen verfolgen. Laut geheimen Quellen führt ihre Spur nach ewig genau. Ich verschwinde nun. Ich empfehle mich. Eieieiei. Ganz ruhig hier, okay? So. Was gibt's denn hier für Pokémon? Bin ich mal gespannt. Okay. Wir sehen ein... Ein Gastrodon? Yo. Überlebt das Ding Absorber? Es ist recht bulkig und ich glaube, es ist nur vom Typ Wasser gerade, das Schalilos. Von daher könnte es eventuell einen Absorber überleben, auf jeden Fall, weil es so ist. Macht er gar nichts. So voll beängstigt dann. Oh, das macht irgendwie gar nichts. Dann können wir nochmal auf Absorber gehen. Selbst Crit überlebt da einfach noch. Oder? Ja, Crit könnte knapp werden. Warum habe ich es überhaupt angesprochen? Och Mann, als ob. Ach komm, aber man kann einmal Megasauger einsetzen. Einfach, dann sollte gut sein. Hier gibt es wieder Shinox. Oh, Shinox gibt es jetzt ziemlich oft, ne? Wurde dafür angekackt, dass ich nicht weiß, wo es Shinox gibt. Es tut mir leid, es ist schon ein paar Tage her, dass ich Platin gespielt habe, leider. Und das letzte Mal, dass ich Platin gespielt habe, war halt ein ROM-Hack. Von daher bin ich so, was die wilden Pokémon und die Trainer-Game angeht, nicht so up-to-date. Oh, das wäre auch cool, ein Pachirisu. Pachirisu ist gar nicht so schlecht, ne? Vor allem als Supporter, auch im Competitive, auch im VGC, kann man das tatsächlich spielen. Es gab ja auch irgendeinen Weltmeister, der Pachirisu im Team hatte, in seinem Weltmeisterteam. Aber wir haben jetzt halt Shinox. Oh, ein Barmlin, das habe ich früher auch immer gespielt. Ja, Barmlin und Bojolin sind auch cool, definitiv. Aber ich glaube, ich möchte hier Schalilos fangen. Weil ich habe noch nie mit einem Gastrodon gespielt und eigentlich ist Gastrodon cool. Das würde ich halt gerne einfach mal nach. So. Level 16 jetzt in der Theorie für Cheerleader. Wird sich aber, glaube ich, noch nicht entwickeln. Dafür reicht die Freundschaft, glaube ich, noch nicht. Sorgensamen. Die waren, glaube ich, ziemlich scheiße. Schauen wir mal. Gegner wird bepflanzt. Ja, okay. Sorgensamen nicht leer. Ist zwar ein netter Counter für Chesto-Resto, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwer Chesto-Resto einsetzt. Just saying. Okay, da ist wieder ein Schalilos. Level 12 dieses Mal. Okay, als erstes wieder Stachelspore und dann einfach nur einmal Megasauger einsetzen. Und wenn wir nicht kritten, sollte dann alles gut sein. Wenn.
Okay, es kann Schlammbombe. Das ist eigentlich sehr, sehr nice. Okay. Megasauger. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Bitte fragt einfach nicht. Hui, das war mehr Damage als erwartet. Wobei, ich glaube, Megasauger ist ja doppelt so stark wie Absorber. Von daher, warum eigentlich? Genauigkeit sinkt. Okay, gut, dass wir nicht mehr angreifen müssen. Gut, dass wir schon paralysiert haben. Was für einen Ball möchtest du? Du kriegst, glaube ich, einen Pokéball. Die haben ja auch verschiedene Farben, je nachdem, an welcher Küste man sie findet oder so. Was halt auch super cool ist, meines Erachtens. Okay, das ging schnell. Oh, jetzt brauche ich halt einen Namen dafür. Huiuiuiuiui. Okay, Google. Okay, Google. Okay, es hört mich nicht, schade. Schalilos, Seeschnecke. Nicht seinen Körper zusammendrücken, sonst sickert eine seltsame Liebe von einer Flüssigkeit raus. Alter, was habt ihr mit denen gemacht, um das rauszufinden? Okay, wie nennt man ein männliches Gastrodon? Nanu, wir sind auf einmal an einer ganz anderen Stelle. Es gab ein kleines Problem. Ich musste kurz weg und dann hat irgendwie der Emulator rumgespackt und ja. Alles ein bisschen doof, deswegen sind wir jetzt gerade im Pokémon Center. Ich habe sie jetzt Katatsumi genannt. Das ist so eine Mischung aus Schnecke und Meer auf Japanisch. Ja, ich weiß, ich bin unglaublich einfallsreich. Vielen Dank. Und ich muss sagen, ich habe schon mal reingelinst und sagen wir es mal so, es ist ultra sick. Wir haben ein mäßiges Wesen. Das ist schon mal ziemlich nice. Also plus Spezialangriff, minus Angriff. Und wir haben Sturmsog. Alternativ, habe ich nachgeguckt, hätten wir auch Wertehalter bekommen können, was halt dafür sorgt, dass das Item nicht abgeschlagen werden kann. Was halt komplett kacke ist und wir haben jetzt Sturmsog. Das ist so gut. Also Katatsumi auf jeden Fall super nice. Gut, damit haben wir ein weiteres Teammitglied und sind jetzt zu viert endlich. Woo! Nice, okay, ich habe mich schon mal aufgeheilt. Und ja, wir haben da, glaube ich, alle Pokémon gesehen. Drüben, vermute ich jetzt einfach mal. Von daher gehen wir weiter. Ich glaube, er wird uns erklären, dass das hier tolle Bäume sind. Spielst du hör nicht auf diesen Baum hier, auf die Rinde dieses Baumes, auf dieses süßen Baumes, dann lockst du mit dem süßen Duft vielleicht Pokémon an. Nice. Schönen guten Tag, Herr Pfadfinder. Wie geht's Ihnen denn so? Hey, wie wär's mit einem Kampf, bevor ich in den Ewigwald aufbreche? Ich habe gerade das Gefühl, das ist eine Frau. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist ein Kerl. Ponita! Ich glaube, wir liegen noch mit Chili. Das ist nicht so gut. Aber es ist Level 14 und in der Theorie sollten wir dann doch Katatsumi reinwechseln können. Warum habe ich es eigentlich nicht nach vorne gesetzt? Das braucht ein Level. Okay. Ach, ich freue mich über Katatsumi. Ich freue mich wirklich darüber. Die Glut sollten wir locker tanken. Ach, easy. Puh, nice. Okay, okay, jetzt muss ich mir kurz die Stats der beiden Attacken angucken, weil ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Dingens Aquawelle kann daneben gehen, ne? Ne, 160? Oh, Schlammbombe kann daneben gehen. Hat nur 5%, 5 Stärke mehr. Dann gehen wir natürlich definitiv auf die Aquawelle, weil es ja beides sehr effektiv. Und stimmt, die Aquawelle kriegt derzeit ja auch noch Stab. Wir sind ja noch gar kein Boden-Pokémon, habe ich doch vorhin erst gesagt. Egal. Okay, Aquawelle. Bam. Ah, dass wir Sturmsog haben, ist so gut. Also ich freue mich richtig. Katatsumi richtig gut. Richtig gut. Ha! Geil. Okay, Ponita ist schon mal besiegt. Damit hat Katatsumi auch seinen ersten Kampf gewonnen. Sehr schön. Jetzt, obwohl er reingewechselt wurde und erstmal Free Damage kassiert hat. Okay, was kommt als nächstes? Noch ein Feuer-Pokémon? Gar nichts. Das habe ich jetzt doch schon ganz schön demotiviert. Okay, warum? Weil du musst jemanden, der dich komplett vernichtet, einfach als Ansporn sehen, auch besser zu werden, weißt du? Es geht nicht immer darum, den einfachen Weg zu wählen. Es geht darum, besser zu werden. Es geht nicht darum, zu gewinnen. Es geht darum, seine eigenen Fähigkeiten zu steigern. Sich selbst zu überkommen. Darum geht es wirklich im Leben. Warum habe ich in diesem Projekt eigentlich andauernd so komische Anfälle und laber einfach irgendein Mist daher? Ach, hier gab es auch Schalilos, okay. Gut, wir haben Level 12 und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen froh drüber. Auf das Matchup möchte ich mich aber, glaube ich, nicht einlassen. Das wird ein bisschen lange dauern, glaube ich. Mit Matschbombe, es kann andauernd daneben gehen, Genauigkeit Drop und es gibt hier zwar keinen Berg, aber ich bin zum Bergwandern bereit und los. Ja, das ist ein bisschen problematisch eventuell, ne? Karel. Oh, Kleinstein. Mein Freund, du wirst in die nächste Dimension geschossen mit dieser Aquawelle.
pass auf. Ich finde die Animation von Aquaquelle ja. Aquaquelle? Von Aquawelle ja ziemlich cool, aber irgendwie ist die Attacke halt nicht so nice. Ist ein bisschen schade. Okay. Ich hoffe, wir lernen irgendwie Erdkräfte tatsächlich. Aber vielleicht kriegen wir es ja irgendwann als TM, weil ich wüsste sonst nicht, was für gute Bodenattacken spezielle Gastrodon erlernen sollte. Allerdings habe ich da auch nicht so unbedingt die Erfahrung. Von daher. Wir werden mal sehen, wir werden mal sehen. Okay, 171 Erfahrungspunkte, Level 13, sehr gut. Erstes Level für Katatsumi. Das ist cool. Und noch ein kleiner Schon. Junge, du bist ja so einfallsreich in deiner Teamwahl, ich bin begeistert. So sieht es halt, selbst wenn das irgendwie Level 20 wäre, würden wir es wahrscheinlich gut anschauen, weil mäßiges Step, vierfach effektive Aquawelle, die rasiert schon durch. Die rasiert schon durch. Aber okay, sind ein paar Free-Erfahrungspunkte, da beschwere ich mich nicht. Der Kampf dauert ja auch nicht lange. Es war ein erfrischender Kampf. Ja, definitiv, weil ich mich so mit Wasser abgespritzt habe. X-Spezial-Fair gefunden. X-Spezial-Fair wurde in den Kampf in die Tasche gelegt. Okay. Hauptsache, er bemerkt uns nicht. Aber sobald wir ihm in den Weg treten... Oh, da bemerkt er uns. Es ist ein langer Weg zwischen Flori und Ewignau, also lass uns kämpfen. Okay, kämpfen wir. Was hast du denn im Angebot? Junger Simon. Ein Griffel. Das wäre auch cool. So ein Griffel. So ein Ambidiffel. So ein richtig geiler Stissel. Okay, das hat sich doch nicht so wirklich gereimt. Okay, aber wenn es nur Erstauner kann, bin ich ehrlich gesagt froh, dass wir keins haben. Wobei ich auch nie, ich glaube, ich habe sie generell noch nie einen Ambidiffel verwendet. Auch nicht competitive oder so. Fällt mir jetzt erst auf. Ich glaube, ich habe Ambidiffel noch nie verwendet. Muss ich eigentlich mal nachholen, weil eigentlich Techniker Normaljuwel. Ah, Normaljuwele gibt's ja jetzt nicht mehr, ne? Ah, okay, ist ein bisschen doof. Holy shit, Level 14! Was ist da los? Hä? Wieso kriegen wir so viele? Bah! Ich hab's nicht lesen können. Er hat einfach nur Bug gesagt. Moment. Okay, wir können da gleich einmal zurück. Ja, howdy, ich hab mich verlaufen und dann ausgerechnet hier, das ist ja nicht so nice. Ja, da hast du recht, das ist wirklich nicht so nice, aber was willst du machen? Ein Onyx in den Kampf schicken, was komplett vernichtet wird, das ist natürlich eine solide Taktik, zumindest aus meiner Sicht hinaus. Aus deiner Sicht heraus würde ich es anders machen, aber okay, lassen wir das. Sollte locker für One-Shot reichen. Nice, das sind auch noch richtig schöne Erfahrungspunkte geben. Onyx gibt gute Erfahrungspunkte. 324, ja guck mal, schon wieder ein halbes Level. What? Nach der Orientierung habe ich nur noch diesen Kampf verloren. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Ich habe es ein bisschen falsch betont, aber egal. Ein Schutz, das ist natürlich nicht schlecht. Hallo? 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 Oh lol, die Musik! Yo, die geht ja richtig ab. What? Das muss ich mir erstmal aufschreiben. Hiya, hier gibt es kein Halten mehr. Okay, also Schwarzgurt oder... Wie heißt diese Trainerklasse? Kämpferin. Platin. Kämpferin. Theme. Das muss ich gucken, ob es davon einen geilen Remix gibt. Das geht ja richtig ab. Okay, Macholo ist jetzt nicht unbedingt das Beste... Aber das sollte schon irgendwie klappen. Okay, Aquawelle, vielleicht können wir es ja verwirren. Schade. Oh, Silberblick. Ja, wir sind eher speziell bulky als physisch bulky, aber ich bin mir da ehrlich gesagt gerade auch gar nicht so sicher. Das heißt, der nächste Karatschlag oder was auch immer kommt, wird Schaden machen. Nevermind, der geht nochmal auf Silberblick. Safe. Safe gewonnen. Easy peasy. Lemon squeezy. Nice. Also, Katsumi. Katatsumi rasiert durch. Übrigens wusste ich tatsächlich, dass Umi mehr auf Japanisch heißt, weil es gibt eine Yu-Gi-Oh! Karte, die so heißt. Und die heißt irgendwie auch im Deutschen so. Umi. Ich weiß nicht, sollte ich ein bisschen spielen? Weiß nicht, wenn du Lust drauf hast und gerade Zeit hast und gerade nichts prokrastinierst, kannst du dir das natürlich erlauben. Ja, ich glaube, auf das Matchup möchte ich mich dann aber nicht unbedingt einlassen. Nehmen wir Cheerleader. Ich bin gespannt, wann sich Cheerleader entwickelt. Eine Freundschaft ist ja immer so eine Sache. Oh! Okay, das macht nicht so viel.
Aber gute Prediction auf jeden Fall. Wobei, was heißt Prediction? Er hat wahrscheinlich auch nichts Besseres gegen unser Katatsumi. Aber okay, der Megasauger macht da recht kurzen Prozess und der Schnabel macht ja nicht so viel, haben wir gesehen. Und wir heilen uns ja sogar wieder voll, also alles easy peasy, lemon squeezy. Der Star Player ist am Stissel und wreckt alle weg, yo. Ah, wir sind nicht ganz voll, er ist jetzt ernüchtert. Chili, du hast hohe Erwartungen gesetzt, denen musst du jetzt auch gerecht werden. Doris. Wie gemein. Ja, total. Ist das hier ein Heilhaus? Heilt hier jemand meine Pokémon? Ich glaube schon. Du siehst müde aus. Ich denke, du sollst dich etwas ausruhen. Oh, beste Pokémon-Center der Welt. Kein großes Gelaber und fertig. Du, dein Pokémon sieht wieder richtig erfrischt aus. Schutz ist sehr nützlich, findest du nicht auch? Setze Schutz ein und es hält schwache Pokémon fern. Aber das bedeutet auch, dass du keine Pokémon fangen kannst. Richtig. Du bist ein eins intelligenter Boy. Aber hier sind Items, die will ich erstmal holen. Ein Supertrank, der ist gut. Ja, weil die sind ziemlich teuer. Zumindest für unsere Verhältnisse. Eine Pirsifbeere oder zwei oder drei sogar. Ist natürlich auch gut. Und Sinelbeeren, die sind natürlich auch nicht schlecht. Die könnte ich eigentlich von dem nächsten Arena-Kampf vielleicht mal verteilen. Weil im Moment bringen sie noch was. Demnächst sind sie halt komplett useless.